Hallo. Bayern, Dankeschön. 31 Monate, danke. Na? Beans. So. Achso. Blöden Pop-Ups, die ich meinen Stream bekommen, weil die absolut unsinnig die sind. Stream? Hä? In einem Discord halte ich natürlich. Time for the run? For the earn? Ich weiß nicht, ob das Time for the earn ist. So. Ich, nur mal kurz. Hier links. Irgendwo hier müsste noch ein Item rumliegen. Oh. Hm, da steht was geschrieben. Was sind das für Zahlen? Was? Paare, die vom großen Auge gesägt sind. 101 Paare. Na so. Nicht runterlaufen. Hä? Verwirrend. Ah, es hat natürlich keine Treppe auf der Seite. Ah, ja, ich sehe. Hilfe! Ich weiß, was ich tue. Ich bin Profi. Ich bin Profi. Ich. Achso, ja. Ich kenne mich aus. Ich gehe nochmal kurz speichern. Naja, wir hatten die Doppelhochzeit. Weil ich es lustig fand. Warum nicht, ne? So. Speichern einmal. Da. Du, du, du. Du, du, du. Du, du, du. Ich habe eigentlich nichts umgestellt. Das Game zu laut. Nein, leiser. So. Habe ich es gespeichert? Weiß nicht, egal. Oh. Nichts, dankeschön. So. Ich sollte... Ich sollte... ihm Stuff wegnehmen. Düsen. Aber Level up. So. Ich hoffe nur, dass der Guide halbwegs stimmt. Apparently haut gleich Queena ab, weil Queena keinen Bock mehr hatte. Queena Bargut nicht mehr! Nee, keine Ahnung. Nanu? Der Japata Bergweg. Apropo! Schnell, Mogu, wir müssen schnell weg, sonst stoppen sie uns noch. Kupo! Was hast du, Mogu? Kupo! Warte! Wo bist du hin, Mogu?
Amazing. So, da hänge ich nun. Selbst Mogo hat mich verlassen. Jetzt bleibt mir hier nur eine einsame Tod. Ah ja. Mogo, wenn ich sterbe, dann komme ich als Geist wieder und suche dich heim. Hörst du? Amazing. Oh, schwinden mir denn schon die Sinne? Jetzt sehe ich sogar schon Menschen ohne Hörner. Was? Und einer da hat sogar einen kleinen Schwanz. Ja. He? Ah, Hilfe! Okay. Nein, bitte! Bitte friss mich nicht! Ich schmecke auch überhaupt nicht! Hörst du? Ich schmecke ganz furchtbar, glaub mir! Quina, sie sagt, sie schmeckt nicht. Schmeckt nicht. Das ist schade, Mopf. Aber der Buckelfall ist schon einer Farbe, hab ich noch nie einen gesehen, Mampf. Na dann fresh ich halt den Mampf. Nein, nein, das geht auch nicht. Ah! Hab dich. Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Bist du auch nicht verletzt? Ich sagte doch, ich sei in Ordnung. Täusch dich bloß nicht. Ich bin kein kleines Kind, so wie der blaue Knipster. Aber Dieter und ich schauen doch ungefähr gleich alt aus, oder? Zidane, Lilly. So eine Unverschämtheit. Und wer soll überhaupt Dieter sein? Ich habe auch einen Namen. Eiko. Volk, Mensch, Besonderheit, Horn. My little pony, my little... Okay. 6 Jahre. Ja. Rechtshänderin. Ist das ein Einhorn? Ja. Genau, Eiko heiße ich. Ist das nicht ein wunderschöner Name? So, und jetzt, wo du den Namen von Eiko weißt, wäre es dann nicht mal langsam an der Zeit, dich vorzustellen? Das ist ja wohl das Mindeste an Höflichkeit. Ich mag nicht. Was meinst du? Nein, Vivi. Ich heiße Lilly und der Junge hier ist Vivi. Haha, und wie heißt du? Alotaris, na? Ich? Ich bin Zidane. Aha, Zidane. So, so. Was ist das für ein Kind, ey? Sag mal, warum hast du das Dorf vorhin beklaut, Eiko? Ich hatte Hunger. Na, das ist aber mal ein Grund. Erinnert mich irgendwie an Quina. Apropos Quina. Ob er wohl wirklich dem Ogre hinterherjagt? Der ist weg, denn sie wird den Rest des Games nicht mehr. Nee, keine Ahnung. Was sollen wir denn machen? Eiko will nicht, dass der Mogo frisst. Armer Mogo. Nun ja, ich glaube zwar nicht, dass Queen einen Mogi verspeisen würde, aber... Eiko, wo ist eigentlich dein Zuhause? Ganz schön weit weg da drüben. Mogo ist vielleicht schon vorgeflogen. Wollen wir Eiko nach Hause begleiten? Gewiss, gewiss. Der Wunsch meiner geliebten Frau ist mir Befehl. Goddammit. Hä? Ihr seid verheiratet? Ja, gerade vorhin haben wir. Unsinn. Wir sind nur Freunde. Oh. Sehr gut. Wahnsinn. Aber immerhin nennt sie mich schon ein Freund. Ach, so ist das. Wenn, dann will ich will Eiko auch eierfreund werden. Na dann, sind wir uns ja alle einig. Also Eiko, wo wir ja jetzt Freunde sind, begleiten wir dich gerne nach Hause. Und ab in die Friendzone again, genau. Kann ich da rüberspringen? Oh, ich kann klettern.
Allheilmittel. Wie komme ich da hin? Ist das da? Blaue Steintafel. Ausnehmen. Blaue Steintafel. Hier steht aber Dinge, das ist okay. Komme ich da hoch? Ah! Rote Steintafel mitnehmen. Ein Zelt. Ah ja. Wieder runterklettern. Da muss er zirpen. Juck zirpen. Hallo. Oh. Kennt ihr das, wenn ihr so richtig Schleim im Rachen habt? Help! Das habe ich gerade. Wenn er nicht weg will, so: Hallo, bitte geh weg, spiel ich nicht. Dankeschön. Immer nicht mehr. Steelskin, was hast du so? Talisman, Zelt und Äther. Für oh, ja klar. Wir nehmen einfach alles mit. Oh, ich sollte vielleicht gucken, ob ich das Mädchen ausrüsten kann. Besten Dank auch. Mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile weiter auf Reisen gehen. Echo. Vita, Vitra und Engel. Immer Regina? Im Kampf immer ein Regina-Zustand. Ja, ich meine, also. Finde ich schon mal geil. Was macht Formel schon wieder? Ah, Trauszustand. Die ist Level 23. Vivi hat davon gelevelt. Ups. Bayern, du musst nicht spoilern, was der Charakter tut. Dankeschön. Dann. Golemflöte. Ah, guck mal, sie hat sogar Ausrüstung dabei. Vitra. Oh, sie kann auch Fenrir lernen. Cool. Das ist nice. Lass ich mir die Sachen angelegt, bis sie die Sachen gelernt hat? Sinnvoll. Na denn, ich habe jetzt mehrere Wege, ha? Hallo! Oh, Gegner! Was seid ihr denn? Das ist doch irgendwie was. Ich kann Fenrir. Oh mein Gott, das sind fliegende Waffen. Ninja-Attacke. Hat das sie gerade geheilt? Weil ich euch von euch so geklaut wurde. Und die! Au! Okay, das ist, ich habe mir gedacht, dass ein Hund irgendwie angreift und nicht einen Stein beschwört. Was? Ja, alles logisch. Ah ja. Das war doch gerade ein Bestia, oder? Wer sagt das? Ich glaube schon.
Hast du mir auch schon wieder verflüchtet? Ich werde dir beschworen. Ich habe gesagt, klau mal. Ich will wissen, was man von dem so klauen kann. Schwarze Magie. Hi, Potion. Hi, the Potion. Ja, Vivi hat Level Up dabei gehabt als erstes, deswegen ist Vivi davon gelevelt. Ich könnte auch einfach langweilig sein und Max reinhauen, dann ist egal. Ah ja. Easy. Marcy John hat ein Level Up. Noch ein Saf. Ja? Was hat das auf hier drauf? Aber sie darf Dings nicht lernen. Ah, Saphir hat Vollmond und Fenrir. Ich sehe. Ah ja. Wo gehe ich da hin? Da ist ein Loch, wo man eine Steintafel einstecken kann. Ja, wie soll ich wissen, welche ich da einstecken muss? Hab ich irgendwie Tipps irgendwo? How do I know? Habe ich eine Erklärung hier im Guide? Nein. Ah, es gibt noch mehr Steine. Okay, never mind then. Okay. Speichere, Kubo. Bin ich eigentlich immer auf CD2 oder wo bin ich mittlerweile? Wieder hoch. Hallo. Immer noch auf CD. Ist lustig, CD1 hat sich nicht so gezogen, ne? Ramu da nicht eher ein Mann sein sollen, als der Mann fährt. CD1 paar Stunden, CD2 halbes Spiel. Also wirklich oder? Sich beim Zuschauen so an. Ja, es ist wirklich so. Mehr Saphire. Mal kurz mal gucken, ob ich noch was anziehen kann. Was macht Thermometer? Frost und Glut verhindern. Verhindert Stopp. Ah, ich würde, glaube ich, auf Somnia sparen, ne? Ich habe eh zu wenig Punkte für irgendwas. Naja.
es etwa... Was ist was? Oh, sagen die Katzen. Ein Baum! Baumiger Baum. Das ist ein lustiger Baum. Okay. Nein, das ist nicht gut. Sigtrasi! Ist das etwa die heilige Stätte? Ja, maybe. I don't know. Oh. Oh. Was war das denn? Oh, oh. Das ist bestimmt nicht gut. Hi! Habe ich das Spiel gerade in Battle geforst? Ich glaube schon. Oh, hi! What the fuck bist du? Bitte was? Jetzt wäre Levitas Hut smart gewesen, ne? Oh hey. Oh, warum hab ich. Ah, Taris, help! Ich hab kein. Ich hab kein. Gerade keine Mod. Warum hab ich keine Mod-Ansicht? What the fucking hell? Taris, I need you! Ich hab gerade keine Mod-Ansicht. Wenn meine Buttons nicht funktionieren. Kannst du? Ey, Junge. Funktionieren die Buttons immer nicht, wenn ich es brauche. Schön. Ist gut. Nicer Damage von denen. Okay, ich mach wieder alles selber. Ist okay. Danke. Müssen spielen. Warum hat es mir auf die Mod-Ansicht ausgestellt? Ich verstehe es nicht. Warum tut's das? Ist doch behindert. So, jetzt sind sie aber wieder ein. Warum macht es mir die Wand an sich aus? Ich verstehe es nicht. Ah! Du musst dich jetzt nicht heilen, junge Arschgesicht. Bitte was? Bitte was? Für wie viel heilst du dich bitte was? Ja, echt, ich weiß nicht, warum sie es immer wieder umstellen muss. Das ist echt mühsam. Aua, der tut echt weh. Ey. Sache wieder kurz mein Stream Deck gehen. Weil eigentlich habe ich mir Shortcuts auch mit Steam Deck gemacht. Jetzt werde ich helfen sollte, aber es funktioniert nicht! Ah, ich hasse es. Immer dann, wenn ich es brauche, ist einfach so, nö. Nö. Ich will jetzt nicht mit Ramu spam bei wegen Heilung. Ich habe ein bisschen OP-Problem. Ich glaube, es ist cool. Okay. Ich guck
mal kurz in mein... Warum gehen die Tasten immer nicht, wenn ich will, dass sie gehen? Stream Deck. Ein Moment. Warum gehen die schon wieder nicht? Ja? Warum gehen die nicht? Also ich habe extra so Buttons gemacht, ne? Wo ich einfach Leute direkt timeouten kann und so. Die sollten übergehen. Hä? Why doesn't it work? Verwirrt. Ja! Willst du mich verarschen? Hauptsache jetzt zeigt es mir zumindest an. Ah. Na, wer meint denn? Goddammit! Wegen was habt ihr so tolle Buttons gemacht? Und dann gehen nix. Mann! Ja, manchmal greift einer diesen Riesen, greift einen dieser Riese an. Normalerweise haut Aiko ja immer sofort ab, aber... Aber Aiko... Hast du dich doch, du hast dich doch wacker geschlagen. Hi, findest du? Aiko, wie kommt es eigentlich, dass du Bestia beschwören kannst? Hm? Aber, Lili, du kannst doch auch Bestia beschwören, oder? Ja, aber... Beschwören zu können ist ja auch nicht gerade was Alltägliches, aber... Sag mal, Aiko, könntest du sie denn noch immer beschwören? Aber sicher, der Großvater von Aiko und überhaupt alle konnten Bestia beschwören. Alle! Wie meinst du das? Ups, hier geht es aber nicht zum Haus von Aiko, hier geht es zu Ifars Baum. Ifars. Zum Haus von Aiko geht es da lang. Das ist ja wirklich ganz schön weit. Ifars Baum? Ist das etwa die heilige Stätte? Wie? Ach, ja, so nennen ihn die Orklinge, aber wir haben ihn schon immer Ifars Baum genannt. Ifars Baum? Gut, wollen wir da mal gehen? Kind. Gelbe Tafel, nimm auch mit. Weiß auch nicht, was ich mit den Tafeln mache, aber ich nehme sie mit. Jetzt muss ich in die Richtung. Ist ja lang. Kiste. Okay. Grün. Okay. Jetzt bin ich auf der Map. Wo will ich hin? Dahin? Ich bin auf der Map! Map-Alarm! Das da? Ich denke mal. Fragezeichen. Nur. Zitane! Hier ist das Zuhause von Aiko. Wie spricht man das? Matainsari! Hier... Das ist ja ein einziger Trümmerhaufen. Lili? Was ist hier passiert? Wegen der ist du auf der Espa. Kubo! Watcha, Moko! Chimomo! Kubo! Muggel! Morrison! Morrison! Das ist ein richtiger Mogi-Name. Und wo ist Moru? Kupo! Nein! Du machst einen Quay und kein Kupo. Haia. Sie wurde doch nicht etwa wirklich gefressen. Sie sind bestimmt zum Baum gegangen. Moru! Oh. Hello!
Popo. Popo? Aber nein, Aiko ist nicht böse. Aber du darfst Aiko nie mehr so alleine zurücklassen, hörst du? Popo! Komm schon, Zidane. So many Muggles. Muggel, 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 Muggel. Was, Null, ja. Muggel, bleib bei Aiko. Der Muggel sieht auch mehr aus wie einer der Muggel aus 14. Der buschige, der buschige Ding da, ne? Ja. Kubo! Genau, wie immer an deinen Stammplatz. Kubo! In die Hosentasche. Weißt? Dieser kleine Muggel eben gerade, hat er sich in deinem Kleid versteckt? Mogo ist ihr Name und die sind praktisch unzertrennlich. Komm mal! Das ist so cool. Zidane, du setzt dich dorthin. Hey! Weißt du, Aiko hat irgendwie Interesse an dir. Verstehst du? Naja, in gewisser Weise habe ich auch Interesse an dir, Aiko. Echt? Zum Beispiel, was die Bestie betrifft und... Was bist du denn für so ein Typ? Wie alt bist du denn? Was machst du denn so? Und womit willst du denn überhaupt da hin? Was? Wo und wo willst du denn überhaupt hin? Ich lese das so schnell ab und ich habe keine Ahnung, was ich sage. Easy. Langsam, langsam, eigentlich. Was ist denn dein Lieblingsessen? Was sind denn deine Lieblingsbestia? Wer sind denn deine Lieblingsmokis? Was für eine Frau magst du denn auch so? Sehr gut. Jemanden wie dich treffe ich zum ersten Mal in meinem Leben. Ja, okay. Lili? Was hast du? Hast du noch unter uns? Ja, das heißt, nein, ich meine, es ist nichts. Hast du wirklich Fieber? Huch. Anscheinend auch nicht. Bist du etwa eifersüchtig? Warum sollte ich? Oh, oh. Was? Ich hab grad Eis geholt, einfach den Lebenslauf am Kopf. Eis! Ich hab noch Ahornsirup, Eis, Geis. Geiß, ich hab Eis. Eis. Zidane, Lili, seid ihr beide wirklich nur ganz normale Freunde? Oh no. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch mehr ist. Ganz einfach nur Freunde sind wir vielleicht nicht, wirklich nicht. Aha, sondern? Wir sind sozusagen Kameraden. Kameraden? Ja. Und Vivi gehört auch... Wo steckt er eigentlich? Vivi? So wie Aiko mit Mogo und den ganzen anderen Mogiris? Die Mogiris. Ja, so ähnlich. Fertig mit Aufräumen, Kupo! Danke, Mokka! Mocha, Mokka, Mokka, Mocha, Mocha, Mocha. Ich bin sofort da! Zidane, Aiko macht jetzt was Leckeres zu essen. Bis dahin musst du aber hier bleiben. Aber, wir brauchen eh noch einiges an Infos und eine Kleinigkeit könnte ich auch vertragen. Ja, du hast recht. Also, ich rufe euch dann, wenn das Essen fertig ist. Active Time Event. Dies. Was Vivi fühlt. No, Vivi. Ah, ich muss ja weiter drücken. Ups. Wo ist der Vivi? Herr 288 sagte mir, ich kenne die Bedeutung des Todes.
Ich glaube, stehen bleiben und sterben sind etwas anderes. Aber in Wirklichkeit weiß ich nicht, was es heißt, zu leben oder zu sterben. Wollte Dieb fragen. Wo kommt man her? Wohin kehrt man zurück? In den Äthergrund. Moment, Sterngrund. Moment, nein, warte. Wenn dieser sich schließende Kreis bedeutet, zu leben, wo hat dann mein Kreis begonnen? Und wo endet er? Ah, oh, Vivi. Was ist nur mit mir? Ich zittere auf einmal so. Nein, Vivi, die zerhack! Was ist das nur? Dieses seltsame Gefühl. Vivi, die zerhack! Der da. Libra erhalten. Libra? Wir hatten schon wieder. Ich glaube, das ist wieder irgendwie. Oh, da steht. Rote Stein David, das rote Antlitz des Feuers, ist gut und böse. Ein von Himmel erteiltes Werkzeug muss mit reiner Seele berührt werden, sonst erscheint das Böse. Böse. Das Böse! Gelbe Steintafel. Die große, weite Erde ist streng, doch sie ist auch sanft. Steht man auf ihr, so erkennt man ihren Körper. Geht man auf ihr, so erkennt man ihren Geist. Reines, blaues Steintafel. Reines Wasser fließt wie der Strom der Zeit. Es quält und wogt dahin. Erzählt von einer vergangenen Zeit wie mein Leben selbst. Grüne Steintafel. Die sommergrüne Esche ist der Segen aller. Ich bete sie an und lasse mich von ihr umschließen. Meine Tage, mein Leben. Libra? Libra war schon immer ein Trotzkopf. Wenn die Sonne im Osten aufgeht, rennt Libra Richtung Westen. Fraglich, ob Libra je Virgo antreffen wird. Ah ja. Kann ich gehen? Ich kann gehen. Er trifft Scheibe, Wendt! Was Lilly fühlt. Was alle fühlen. Ich fühle nichts. Ah, ich muss sie weiter drücken. Das Dorf der Esper. Vor langer Zeit habe ich einmal darüber gelesen. Ein Volk, das die Bestia beschwört und sie beherrscht. Die Bestia. Früher konnte ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass die Bestia in mir lebten. Nur aus diesem Grund. Nur weil in mir die Bestia lebte, nahm Mutter mich gefangen und wollte mich für ihren Krieg benutzen. Ich wollte sie gar nicht mehr haben, wenn ihre Existenz Mutter so zu solchen Taten verleitet oder sie gar von Kuya missbraucht werden. Und trotzdem fühle ich, dass mir mit der Extraktion ein wichtiger Teil geraubt wurde. Ich hatte eh nicht genug Mann, um sie zu benutzen. Wieso bloß kommen mir plötzlich diese Gedanken? Dieser Wind, diese Landschaft. Was ist das für ein seltsames Gefühl, von dem mein Herz so erfüllt wird? Ich schrieb für Boten. Boten? Wieso darf er rein? Wo? Quina! Schidane, hier drin gibt es nur Felsen und trockene Erdemampf. Sternenschand habe ich schon mal probiert, aber der Schand hier hat nicht das richtige Aromamapf. Hi, Quina. Aber das Wasser ist schön klar, Mapf. Ja. Aber niemand darf. Ach, mach dir nichts draus. Das Beste ist, man kümmert sich gar nicht um ihn. Quina war random. Hi, Quina. Bye, Quina. Dann ist aber ich dein einziger Trümmerhaufen. 10 Jahre nach dem Verfall würde ich mal locker tippen. Naja, mal sehen, was Eiko uns kochen wird. Was Eiko fühlt. Fühlt. Danke fürs Aufräumen. Ist ja wirklich alles sauber geworden. Jetzt kann Eiko auch ohne Bedenken Zidane in ihr Haus einladen. Und ab jetzt geht es um die Wurst. So wie Eiko das gesehen hat, haben sie Jan und Lili nämlich doch rein überhaupt nichts am Laufen.
Ich habe das Gefühl, dass Lilly in dieser Beziehung ein wenig auf dem Schlauch steht. Es besteht also noch Hoffnung, dass Aiko was für sich rausschlagen kann. Aiko wird Zidane mit ihrem Leckerei nur so verführen, damit er hier gar nicht mehr weg will. So läuft der Hase, na dann viel Glück. Aber die Gerichte von Chefköchin Aiko sind des Öfteren zum Scheitern verurteilt, Kupo. Vor allem jetzt, wo unsere Vorräte fast auch aufgebraucht sind. Ja, ich weiß. Aber deswegen möchte Aiko sie dann trotzdem beeindrucken. Helft ihr mir? Schiebung! Was soll das bedeuten? Das Befehl! Die Spezialität von Aikos Kartoffeleintopf. Da muss ich zugeben, dass der sogar eine Mogel schmeckt. Aber neulich war er so scheußlich, dass er mir fast eine Bombe vom Kopf gerissen hätte. Und was willst du noch servieren? Irgendwas als Beilage. Muss ich mir noch überlegen. Wie wär's mit Fisch, Kupo? Frischer Fisch muss nur gebraten werden und schmeckt trotzdem prima, Kupo. Fisch. Das hört sich gut an. Okay, das heutige Menü besteht aus Kartoffeleintopf und frischem Fisch. Wer geht denn dann am besten angeln? Ich habe keine Ahnung. Chimomo? Ich verlasse mich auf dich, Chimomo. Komm mal! Kartoffeln holen wir am besten. Mogel? Ich verlasse mich auf dich, Mogel. Matcha bleibt als Gehilfe von Aiko in der Küche. Ist eine richtige Reihenfolge, aber wie würde ich das wissen? Jetzt gehen wir kurz den Guide gucken. Ach so, hat keiner. Okay. Na denn? Dann los! Großvater, Aiko möchte nicht mehr alleine sein. Deswegen hilf ihr, dass alles gut geht. Der Mori hängt irgendwie fest. Hallo. Ich bin so nervös. Gibt's hier sonst irgendwas? Nö. Nee. Das ist eine Kiste. Haha! Die hab ich gesehen! Kann ich da hingehen? Oh. Vivi? Was ist? Stimmt das so nicht? Nein, ich habe nur ein wenig nachgedacht. So. Aber weißt du, manchmal ist es gar nicht so sinnvoll, so viel nachzudenken. Ja, ich weiß. Danke, Zidane. Oh, Bean. Ich werde trotzdem noch ein wenig nachdenken. Zwartet ein, Kupo! Entschuldigt die lange Warterei. Die Gerichte von Chefköchin Aiko werden demnächst serviert. Um euch die Wartezeit zu versüßen, wurde mir aufgetragen, euch zu den Wandgemälden zu führen. Bitte hier lang. Okay. Okay. Aiko, Benko. Also, wie viele Mäule gibt es zu stopfen? Einmal für Zidane, einmal für Aiko. Dann für diesen etwas trübsinnigen kleinen Jungen.
Bibi. Und für Lilly muss ich wohl auch einen Teller richten. Dann noch jeweils für Mogu, Moko, Mocha, Chimomo und Chimomo, Mogel und Morrison. Also wir haben 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann haben wir noch Queena. Füll den Eintopf bitte mit Wasser, damit es für alle reicht. Und stell ihn auf den Herd. Eika kümmert sich um die Zutaten. Kopo! Wie viele Personen soll ich Wasser holen? Einmal theoretisch kriegen das ja, oder? Mama 11. Aber ich weiß nicht, ob Queena eine Portion reicht. Egal, whatever. Tidale, Echo, Vivi, Lilly. Mogu, Moko, Mocha, Chimino, Mogu, Morrison. 10. Ah, mal 11. Nein, was falsch, falsche Knopf. Ja. Ein Topf, brodeln fein. Jetzt noch einen Granaten. Ich will so schön, ja, irgendwie singt ihr das, aber ich habe keine Ahnung, wie Granatenkübis. Na, ein paar Thyriofrüchte rein, so muss es sein. Zum Abschied noch die Bergjugzirken aus Kundiapata. Dankeschön. Wollen keine Juckzirpen drin, denke. Jetzt kann es endlich losgehen. Hühnenliane rein und Huisasa, Pfeffersalz und Tralala. Eine Kartoffel, Trali-Trala. Noch ein Kürbis, wunderbar. Und noch ein wenig Salz, ja, ja. Okay. Chirio-Frucht, oh süße Chirio-Frucht. Weil an der Angel, Kupo. Und was für ein Brocken, Kupo. Ja, ja. Matcha, richtig umrühren, sonst kohlt alles an. Großen Fisch. Das ist aber wirklich ein dicker Brocken. Bei drei heben wir das Ding mit einem Ruck an Land, okay? 1, 2, 3. Ah! Wir haben einen Queena geangelt. Sehr schön. Ich schätze mal da hoch. Er hält hier Wache. Wahrscheinlich fühlt er sich ein wenig gekränkt. Das war auf Anordnung von Fräulein Eiko passiert, aber er war wohl etwas bestürzt darüber, dass jemand von außerhalb Eintritt gewährt wurde. Aber seid unbesorgt. Wir Moris haben alle Fräulein Eiko so lieb, dass auch er es bald verstehen wird, Kupo. Scheint ja echt eine große Sache zu sein, diese Wandgebilde. Da stehen die, wie ich auf der First gesehen habe. Okay. Lass mal das. Das Volk der Esper hat seit Generationen diese heiligen Wandgebilde gehütet. Das Volk der Esper? Ich muss Lilly holen. Sie kann auch Bestia beschwören. Tatsächlich? Ja. Bye. Lilly! 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 Hey, komm mal mit. Da gibt es etwas, das anscheinend mit der Beschwörungsmagie zu tun hat. Mit der Beschwörungsmagie? Ja, genau. Nennt sich Platz der heiligen Wandgemälde oder so. Yum. Wieder zurück. Heilige Wandgemälde wurden die ganze Zeit von Eiko und ihrem Volk behütet.
Und auch wir Boris haben die ganze Zeit über auf die Wandgemälde und auf Eike aufgepasst. Also, fass ja nichts an! Und wo ist jetzt dieses Volk? Das kann ich dir aus meinem Mund nicht sagen. So. Okay. Na denn? Hallo. So, trete bitte ein. Dies sind die heiligen Wandgemälde des Esper-Volks. Ah ja. Das Volk der Esper forschte die Bestia und hinterließ ihr Nachwelt das Wissen über jede neu entdeckte in Form der Wandgemälde. Existieren diese Bestia alle wirklich? Kapor! Dieser Ort ist sozusagen die heilige Stätte der Esper-Kupo. Fräulein Eiko betet hier jeden Tag und zündet ein Räucherstäbchen an, um ihre Ahnen zu ehren, Kupo. Welche ist das? Das ist Atmos. Bahamut. Was hast du, Lilly? Ich... Du bekommst sie schon wieder zurück. Ich möchte hier noch eine Weile mich hier noch eine Weile umschauen. Gut. Die meisten der Bestia sind mir völlig unbekannt. Die Natur stand bei den Esper an höchster Stelle. Sie nannten diesen Planeten hier Gaia und sahen in den Bestia eine Art Schutzgötter, die über diesen Planeten wachen. Indem sie Nachforschungen zur Beschwörungsmagie anstellten, versuchten sie, mit diesem Planeten und dessen Natur eins zu werden, Kupo. Die Esper kamen vor 500 Jahren zum ersten Mal in dieses Land. Aber jetzt... Viel mehr kann ich hier nicht tun. Okay. Ey, guck beim Kochen, Teil 2. Der Köder lässt auch zu wünschen übrig, Mapf. Heiße Haut, heiße Haare, komische Klamotten. Du bist also Kuya, von dem Zidane gesprochen hat. Zidane und die anderen suchen nach ihm, Mampf. Man nennt mich Greener Mampf. Jetzt weiß ich, das Ding, was am Bergweg hinter Muru her war. Hallo, Manni. Na, wie geht's dir so? Hattest du schöne Feiertage? Ich bin Eiko. Muru, wenn du denn da siehst, darfst du dich auf keinen Fall zeigen. Ja, das schön. Freut mich. Meine war ein bisschen stressig, aber sonst. Hä? Musst du viel Zeug machen. Kupo. Ich rieche echt einen Mampf. Quina, please. Quina, no! Aber das ist nicht für dich. Aber das Feuer ist zu schwach, Mampf. Okay, Queen, er hilft beim Essen kochen. Nice. Sag bloß, du kannst außer Essen auch kochen. Nein, ich kann nur essen. Schon. Am 24. Geburtstag gefeiert. Ja, ja. Dann dachte ich, alles Gute so. Doppelt beschenkt. Ich hoffe dann. Aber ich habe eine Cousine, die hat auch irgendwie, die hat, glaube ich, irgendwie 3 Tage vor Weihnachten Geburtstag oder so. Das ist auch so, ey, du kriegst jetzt alle Geschenke auf einmal. Hey, fun! Und das ist das Rest vom Jahr nichts. So, als Kind ist es vielleicht blöd, aber. Mein Schicksal ist die Geheimnisse alles. Queenerin. Ich spare zu ergründen, Mapf. Ah ja, Queenerin ist schwierig. Das ist ja die Gelegenheit.
Ist es smart, Quina probieren lassen oder ist Quina dann alles auf? Ja, komm. Ich weiß, wie viele Schicht in diesem Topf befinden. Sidan und die anderen ein paar Mogisch, insgesamt 11 Mampf. Genau die richtige Menge Mampf. Aber mit diesem Herd ist ein Gericht für 9 Personen das Maximum Mampf. Was nur? Ein Menü für alle war alles schon gar nicht möglich, Mampf. Oh nein! Eine alte Weisheit besagt. Ja, was? Koch lieber zu viel als zu wenig, Mampf. Man weiß schließlich nie, wann man unerwartete Gäste bekommt, Mampf. Und vielleicht gibt es ja einen Vielfraß unter den Gästen, Mampf. Ja, deswegen hätte er etwa 20 Portionen für Quina machen sollen. Mann. Gute Arbeit, dass es nicht genau für 10 Personen reicht, Mampf. Sind das alle Zutaten, die du für diesen Eintopf hast, Mampf? Mogel holt gerade Kartoffeln. Die Stärke des Feuers ist entscheidend, Mampf. Ja, das hast du schon mal gesagt. Ich habe eine Idee, Mampf. Hier gibt es einen Schwarzschwager, der wird uns mit dem Feuer helfen, Mampf. Ja, aber das wird auch noch Vivi eingestellt. Vivi, mach mal Feuer. Jetzt? I don't know. Ja. Das ist der reinste Festschmaus. Papa! Wie kommen Sie, Dane? Keine falsche Bescheidenheit. Sag mal, hast du das alles alleine gemacht, Eiko? Wie heißt dieser weiße Typ? Quina? Er hat Eiko ein bisschen geholfen. Geholfen? Ich dachte, sein einziges Interesse liegt im Essen. Ah ja. Essen. Trinken. Trink. Lecker Matcha Latte. Nice. Hehe. Fällt mir auf, ich habe vergessen, meine Dings da aufzumachen. Oh well. Pech. Muss ich es jetzt mal wegdrücken. Und Vivi hat Eiko auch geholfen. Ah, ich mag Vivi. Vivi ist toll. Schau mal ran an Speck. Nein, das ist Fisch. Und? Na, lacht, und der Eintopf ist ja wohl erste Sahne. Der Fisch ist absolut edel. Sag mal, Eiko, wo sind eigentlich die anderen Esper? Hab bis jetzt noch keinen einzigen getroffen. Sie leben ja wohl nicht unterirdisch, oder? Unterirdisch? Doch. Sie schlafen alle unter der Erde. Was? Eiko ist die einzige noch lebende Esper. Seit Großvater vor einem Jahr gestorben ist, lebt Eiko alleine mit dem Moris zusammen. Ganz alleine? Aber es macht Eiko nichts aus. Eiko ist nicht einsam. Boah. Kümmere ich auch bei Faye und Kuri drum, dass sie ordentlich trinken. Ja! Es passiert halt, dass man so schnell vergisst, ne, wenn man so in-game drin ist. 4 Jahre bevor Eiko auf die Welt kam, also vor ungefähr 10 Jahren, wurde das Dorf von einer Naturkatastrophe heimgesucht und selbst die Überlebenden lagen bald ihren Wunden. Eiko ist das letzte Kind, das in eine glückliche Familie geboren wurde. Aber ich war noch klein und kann mich nicht mal an ihre Gesichter erinnern. Verstehe. Mit Eiko 16 ist sie fähig, sich wirklich Beschwörungsmagie anzueignen. Dann darf sich Eiko eine Bestie aussuchen und das Dorf verlassen.
Der Altersunterschied von Zidane und Eiko ist doch eigentlich gar nicht so groß. Im Prinzip sind wir im gleichen Alter, stimmt's? Und bald bin ich schon 16. Ja, in 10 Jahren dann. Heia! Aber du kannst doch schon Bestia beschwören. Ist das nicht zu knapp? Aber eigentlich muss zwischen der Bestia und dem Esper eine seelische Verbindung bestehen, die wir erst nach dem 16. Lebensjahr eingehen können. Solange können wir weder eine wirkliche Verbindung mit dem Bestia eingehen, noch können sie uns entzogen werden. Was? Aha. Ja, schon viel Text. Und so versuchen wir in dieser Welt ein vorbildlicher Esper zu werden, indem wir in uns gehen und versuchen, eins mit uns und den Bestia zu werden. Und wie geht es genau vor sich? Naja, wir sprechen über unser Horn mit ihnen. Das ist der Samanadong! I see! Der Samanadong! Der Samanadong! Ja, let's go! Der Samanadong! Ja! Ich verstehe nur nicht, wie du mit den Bestia sprichst, Lili. Ich habe keine Ahnung. Wieso? I don't know. Findest du nicht, dass das Wort Schönheit nur für Eiko existiert? Hä? Was ist los? Eiko hat das Horn nicht verlassen, weil sie darauf wartete, dass jemand wie du, Zidane, ein Prinz sie eines Tages abholt und das Feuer der Leidenschaft in ihr entfacht. Du bist 6, please, stop. Das ist ja ein Zitat von Meister Eivorns Gebet an die Sterne. Och, Menno! Woher kennt Eiko das? Wo wir doch eher so weit weg von der Zivilisation sind. Danke. Das war ausgezeichnet. Boah, ich bin pappsatt. Oh, ich bin voll gefressen. Und? Dieser köstliche Geschmack macht doch sicherlich süchtig, oder? Ja. Wie dem auch sei, hätten wir noch einige Fragen. Wie dem auch sei? Das ist aber gar nicht nett. Gar nicht nett. Und tschüss. Ich räume jetzt ab. Bring das Geschirr in die Küche, Zidane. Ja, Leute, lass mich erstmal Kissen aufmachen. Jadestein. Phoenix Downer. Da, von der Seite. I see. Degradiert zum Küchenjungen. Lady ist wohl nicht die Einzige, die auf dem Schlauch steht. Kein Wunder, dass sich die zwei nicht näher kommen. Dating Advice von der 6-Jährigen. Let's go! Was natürlich nur gut für Eiko ist. Ja. Habe ich was am Mundwinkel? Ja, nein.